Hallo Cherries and Gentlemen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich hatte euch versprochen, dass ich euch zeige, wie ich die Nägel, die wir mit dem Glue-Gel bei meiner Schwester gemacht haben, von Lini Nails, auffüllen werde. Und genau das werden wir heute machen. Ich gebe euch am Ende nochmal eine ganz ehrliche Review, wie ich das Ganze letztendlich fand. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht viel drumherum, wir starten direkt. Das sind sie, die Nägel meiner Schwester nach über 4 Wochen. Das sind knapp 5 Wochen gewesen. Wir hätten sie eigentlich nach 4 Wochen aufgefüllt, aber ich wurde krank, deswegen mussten es dann letztlich 5 Wochen werden. 3 Finger fehlen uns komplett. Der Rest sah auf den ersten Blick ziemlich stabil aus. Ich habe dann mit einem relativ feinen Bit alles nach und nach runtergefräst. Da hier auch kein Aufbaugel drauf ist, sondern wirklich nur Farbgel, ging das Ganze auch relativ einfach runter. Hier nochmal ein bisschen vorgespult und dann hat sich auch ziemlich schnell das erste Lifting gezeigt. Das mit den Liftings hat sich dann leider auch wirklich auf allen anderen Fingern so wiederholt. Also je mehr ich runtergefräst habe, desto mehr habe ich gemerkt, das sind wirklich viel zu große Liftings und der Nagel ist nicht zu retten. Deswegen habe ich ihn komplett runtergenommen letztendlich. Viele von euch hatten geschrieben, dass es relativ schwer ist, das Glue-Gel runterzufräsen. Das fand ich tatsächlich nicht. Es war natürlich nicht wie normales Gel, aber es ging trotzdem sehr schnell runter und auch ohne, dass ich meine Schwester irgendwo verletzt hätte. Dann habe ich auch noch den Ringfinger abgefräst und auch hier sieht man an der Seite wirklich ein riesengroßes Lifting. Das seht ihr jetzt gleich. Und auch hier war ich wieder der Meinung, nein, den Nagel füllen wir nicht auf, das ist mir zu risky. Und wir haben ihn einmal komplett runtergenommen. Ich finde Liftings rausfräsen so satisfying, ohne Witz. Ich mache das so, so gerne. Guck mal bitte, wie erleichternd das ist, wenn der dann endlich abfällt. An den Daumen habe ich dann persönlich Schlimmes erwartet, weil ich dachte, ja, die Finger benutzt man relativ viel. Deswegen könnte es ja sein, dass da die größten Liftings sind. Zu meinem Erstaunen waren da so gut wie gar keine. Wirklich nur ein ganz, ganz kleines an der Seite. Das habe ich sehr schnell wegbekommen. Hier oben in der Ecke war auch noch eins. Aber das ist absolut nichts, was für 5 Wochen Tragezeit untypisch wäre. Und genau aus dem Grund habe ich den Daumen dann letztendlich behalten, beziehungsweise beide Daumen an beiden Fingern. Hier sieht man nochmal, der Nagel hält wirklich stramm. Der Naturnagel wurde dann an allen anderen Fingern gekürzt und vorbereitet, das heißt einmal angeraut. Eine Maniküre wurde gemacht, das mache ich immer mit einem Flammenbit. Dieser Schritt ist sehr, sehr wichtig und es ist auch wichtig, dass man den ordentlich und vorsichtig macht, um erstens den Naturnagel nicht zu beschädigen und zweitens, damit die Modellage am Ende hält und man keine Liftings bekommt. Ich denke, genau das ist der häufigste Fehler von Anfängern, dass die Maniküre nicht ordentlich gemacht wird und man dann sehr schnell Liftings bekommt und deswegen halten die Nägel letztendlich nicht. Nachdem ich die unsichtbare Nagelhaut dann entfernt habe, schneide ich die überstehenden Fussel, also die tote Haut, keine Sorge, sowas tut auf gar keinen Fall weh, einmal mit einer Nagelhautzange weg. Ich benutze seit Anfang an immer nur die Nagelhautzangen von Singer, an diese kommt man leider aber nur im Ausland, in Deutschland gibt es die nicht. Und auch bei Amazon bekommt man nur Fakes. Ich glaube, Starlex macht auch ganz gute, aber von denen habe ich noch keine getestet. Ich gebe Bescheid, falls ich eine Alternative gefunden habe, die wir auch hier in Deutschland bekommen können. Ich kann verstehen, dass das Nagelhautschneiden ein bisschen gruselig aussieht, aber ich verspreche euch, das tut nicht weh, solange man sich nicht verschneidet. Die Tipps habe ich ohne euch angeklebt, natürlich auch nochmal gekürzt, das Ganze in Form gefeilt und den Tipp dann einmal angeraut, weil auch dieser muss einmal angeraut werden, bevor man Gel aufträgt. Geprimed habe ich die Nägel mit einem Säureprimer und danach habe ich ein Ultra Double Bond aufgetragen. Auch dieser Schritt ist sehr wichtig, um eben den Naturnagel vorzubereiten und damit das Gel auf dem Naturnagel auch haftet. Grundiergel habe ich hier schon aufgetragen. Hier zeige ich euch den Aufbau Schritt für Schritt, aber ein gesondertes Video dazu, wie ich Aufbaugel auftrage und wie ich so eine Modellage modelliere und auch befeile, kommt dann im Laufe der Woche nochmal. Wir haben uns dieses Mal wieder für ein Make-up-Gel entschieden. Meine Schwester wollte nämlich ein relativ einfaches Design haben. Wenn es nach mir ginge, hätte meine Schwester immer super ausgefallene Designs, aber dafür ist sie einfach nicht der Typ. Sie mag es immer ein bisschen schlicht, obwohl das, was sie da trägt, für einige auch nicht unbedingt schlicht wäre. Für den Aufbau der Nägel benutze ich fast ausschließlich nur noch Thixotrope-Gele oder auch direkt standfeste bei starker Überlänge. Wenn ich etwas gar nicht leiden kann, dann ist das Gel, was in die Ränder läuft. Erstens ist das überhaupt nicht gut, weil Allergie und sowas passiert natürlich trotzdem hin und wieder. Aber wenn das eben zu regelmäßig passiert, gerade wenn man Anfänger ist und sich selbst die Nägel ganz häufig macht, dann ist das wirklich nicht so gut. Und es beeinflusst natürlich auch die Haltbarkeit wahnsinnig doll. Hier seht ihr einmal, dass meine Schwester die Hand komplett umdreht. Das mache ich immer, damit das Gel wieder in die Mitte läuft und eben nicht in die Ränder.
Nach dem Aushärten cleane ich dann einmal alle Finger schön ab. Also die Schwitzschicht muss runter, bevor ihr anfangt, den Aufbau zu befeilen. Beim Daumen habe ich euch dann einmal in Echtzeit gezeigt, wie ich den Aufbau befeile, weil das wirklich ein sehr kompliziertes Thema ist. Ich fand es jedenfalls am Anfang mit am schwersten. Ich fange erstmal vorne an und begradige den Nagel. Bei diesem Schritt schaue ich mir den Nagel auch wirklich nur von oben an. Also es ist nur wichtig, dass die Form erstmal wieder hergestellt ist. Also auch die Seiten wieder schön schlank befeilen und dann starte ich einmal mit der Seite und fange an, sie mir ja glatt zu feilen. Dann geht es rüber zur anderen Seite. Wie gesagt, ich habe euch nochmal ein separates Video gemacht, wo ich das wirklich ganz detailliert alles mit Nahaufnahme zeige. Die Seitenwände nicht vergessen. Auch auf der anderen Seite ganz wichtig. Also man muss sich den Nagel wirklich von allen Seiten anschauen. Von jeder Seite, von vorne, von hinten. Damit man wirklich sehen kann, ob die Modellage auch richtig sitzt. Eine Modellage zu befeilen ist dann doch wirklich Übungssache. Also irgendwann hat man wirklich ein Auge dafür, wo eben noch zu viel ist, wo mehr weg kann und wie man die Pfeile am besten ansetzt. Sobald die Verlängerung, also das freie Ende des Nagels, dann schön befeilt ist und schön glatt ist, kümmere ich mich um die Stellen Richtung Nagelhaut. Da sollte man auch etwas vorsichtiger sein, weil das passiert sehr, sehr schnell, dass man seine Kunden oder sich selbst eben genau bei diesem Prozess schneidet. Also möglichst nicht auf der Haut feilen. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was wirklich der allerschwierigste Schritt beim Nägelmachen ist. Für mich ist es eben am Anfang das Aufbau Ding gewesen. Aufbau, befeilen, Aufbau, modellieren, Apex, Basislinie, was da alles dazugehört. Ich mache euch gerne ein Erklär- oder ein detaillierteres Video zu den Themen, die euch noch so beschäftigen, was Nägel angeht. Was auch sehr wichtig ist, beim Befeilen immer wieder den Staub wegpinseln, nur so sieht man auch, wo noch Stellen sind, die noch nicht gut befeilt wurden. Und genau das gleiche machen wir jetzt nochmal mit dem Zeigefinger, das zeige ich euch aber nur im Schnelldurchlauf. Also nochmal erstmal die Form wiederherstellen, die Basislinie bzw. Seitenwände nicht vergessen. Wir machen weiter mit dem freien Ende, das wird erstmal schön glatt gefeilt und auch nicht vergessen, schön rund zu feilen, keine Ecken reinzufeilen. Danach bewegen wir uns langsam in Richtung Nagelhaut. Vergesst nicht, den Nagel immer aus allen möglichen Winkeln anzuschauen. Nur so seht ihr, ob auch alles wirklich schön befeilt ist. Und auch wichtig, feilt euch den Apex bitte nicht wieder glatt. Der sollte bleiben. Dann haben wir uns angefangen, ein paar Farben anzuschauen. Ich persönlich war für was Grünes. Sie hatte sich dann aber für Royalblau und Lila entschieden. Auch total in Ordnung. Royalblau finde ich auch super. Hier zeige ich euch einmal ein bisschen, wie ich Schritt für Schritt ein French male. Auf die restlichen Finger kamen dann noch so ein paar, ja, asymmetrische Formen. Ich weiß gar nicht, wie man das so richtig beschreiben soll. Sie hatte mir zwar eine Vorlage gezeigt, ich habe mir sie am Ende einfach ausgedacht, weil ich fand, so sieht das alles mehr nach uns aus und nicht einfach irgendwas Nachgemachtes. Find sowieso immer ganz schön, wenn man daraus ein bisschen was Eigenes machen kann. Passend zum Blau, aber auch zum Lila haben wir uns dann nochmal einen Glitzer rausgesucht. Damit bin ich dann alle Konturen nochmal nachgegangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir genau so ein Design auch schon mindestens 15 Mal bei ihr gemacht haben. Und sie meinte dieses Mal, irgendwie erinnert sie das alles ein bisschen an Kuhflecken. Und ich kann ihr definitiv zustimmen. Das wurde noch schön glänzend alles versiegelt. Und das ist auch schon unser Ergebnis. Hier seht ihr auch die lila Hand mal. Ich finde eigentlich, ist es mega süß geworden. Das war's schon mit dem ganzen Video. Und hier kommt auch meine ganz ehrliche Meinung. Die Nägel haben, wie schon im Video erwähnt, leider nicht lange ausgehalten. Also wir hatten wirklich immense Liftings. Das lag aber auch unter anderem daran, das muss ich einmal dazu sagen, dass die Nägel über 5 Wochen alt waren und auf jeden Fall bei so einer Länge nicht wirklich so eine lange Tragezeit haben sollten. Es gibt natürlich Leute, die schaffen das so lange mit ihren Nägeln rumlaufen. Ich kenne die Nägel meiner Schwester. Meine Schwester arbeitet in der Gastronomie. Das ist da einfach nicht möglich mit so einer Länge. Und ich denke, so eine Länge ist für dieses System, also das mit dem Glue-Gel und den Full-Cover-Press-On-Nail-Tipps, überhaupt nicht wirklich geeignet. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Ganze mit kürzeren Nägeln oder vielleicht mit einer anderen Form besser funktioniert. Meine Schwester hatte negativ angemerkt, als das Ganze rausgewachsen ist, dass es ein bisschen dick war um die Nagelhaut. Da wurde es dann schlagartig relativ dick, also da war eine richtige Stufe. Das kann daran natürlich gelegen haben, dass ich das erste Mal gemacht habe und nicht ordentlich gearbeitet habe.
Im besten Fall ist dann natürlich kein Übergang von Nagel zum Naturnagel, wenn das Ganze rauswächst und man hat da keine Stufe drin. Und das Ganze hat auch wirklich 4 Wochen gehalten. Ich denke, hätten wir nach 4 Wochen aufgefüllt, hätte das Ganze etwas anders ausgesehen. Sagt mir gerne Bescheid, ob ich das Ganze nochmal testen soll. Ich könnte das auch mal an mir selbst testen mit etwas kürzeren Nägeln, damit das vielleicht ein bisschen fairer ist. Ich denke, das ist ein gutes System für jeden, der einfach super schnell seine Nägel zu Hause machen möchte und nicht so viel Wert auf eine krasse Haltbarkeit legt oder darauf, super lange Nägel zu tragen. Ich denke, jemand, der ein bisschen natürlichere Nägel trägt, der kann das durchaus benutzen, also dieses System. Ich denke, mit diesem Fazit beende ich das Video auch schon. Also wie gesagt, es ist nicht unbedingt für den Studioalltag geeignet. So würde ich das also nicht am Kunden machen, weil es für mich nicht lange genug gehalten hat. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas helfen. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben oder nach unten, je nachdem, wie ihr es fandet. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bye, bye. Ich habe jetzt 5 Videos an einem einzigen Tag gedreht und habe jedes Mal ein anderes Oberteil angezogen, damit es nicht so aussieht, als würde ich immer das gleiche tragen. Ich bin mir sicher, es wäre nicht mal irgendjemandem aufgefallen.